In dieser Folge. Er sollte frei sein, definitiv, schwör ich. Wenn das unsere Welt ist, dann wäre der im Knast. Wer von beiden ist ein Kriegsverbrecher? Ja, das ist zum Gefängnis. Richtig, denn Julian Assange hat lediglich die Verbrechen des mächtigsten Mannes der Welt aufgeklärt. Dafür drohen dem Gründer von WikiLeaks 175 Jahre Haft oder die Todesstrafe. Was ist passiert? Im Jahre 2010 deckte WikiLeaks Kriegsverbrechen der USA in Irak und Afghanistan auf. Julian muss das mit seiner Freiheit bezahlen und sitzt aktuell im britischen Hochsicherheitsgefängnis und soll an die USA ausgeliefert werden. So fand am 8. Oktober 2022 eine Protestaktion statt. Eine Menschenkette rund um das britische Parlamentsgebäude, um gegen die Auslieferung zu protestieren. Aber nicht nur in London, nein, auch in Köln und in vielen weiteren Städten. Und deswegen fragen wir heute die Kölner, was ist eigentlich schlimmer? Kriegsverbrechen begehen oder Kriegsverbrechen aufdecken? Habt ihr schon mal einen von den beiden Herrschaften irgendwo gesehen? Wisst ihr, wer wer ist? Ja, das ist Bush Junior. Ja? Ja, die andere. Der kommt mir bekannt vor, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Fällt mir gerade nicht ein. Das ist der Bush. Das ist der Bush und wer ist das? Ehemaliger Präsident der USA. Es gibt kein anderer. Hä? Amtierender. Das ist George Bush. Das ist George Bush, richtig. Und wer ist er? Keine Ahnung. Sind das deutsche Leute? Also der eine ist schon mal George Bush, also der ehemalige Präsident der USA. Wie heißt der Linke? Wahrscheinlich Julian Assange. Julian Assange, genau, genau, genau. Schon mal den Namen Julian Assange gehört? Nee. Du? Nee. Nein. Ja? Yeah? No. Assange? Assange? Ja, hier. Assange? Ja, ja. Yes? Ja. Yeah. So, ja, klar. Yeah. Natürlich, sorry, ja. Yeah. Genau, genau. Die. Assange, Julian Assange. Julian Assange. Die ist das, ja. Ja. Julian Assange. Richtig. Der auf seine Ausreise wartet in die USA, ne? Ja, einmal Bush und einmal Assange. So, first one is Julian Assange. Mhm. He's our hero. And the other is US war criminal called George Bush. War criminal, right? Wie denkt ihr über George Bush? Ist der gut, ist er schlecht? Keine Ahnung, ich hab keinen Bezug zu dem. Du hast den Namen Julian Assange bisher noch nie gehört? Nee. Weißt du, warum der im Knast sitzt? Ja, auf jeden Fall ist das nicht richtig, dass der im Knast sitzt. Ne? Das weiß ich, der muss auch frei, Free Assange. Free Assange, auf ja. Auf jeden, ja. Bin genau, ich bei. Genau. Einer von beiden ist ein Kriegsverbrecher, der andere hat Kriegsverbrechen aufgeklärt. Wer ist wer? Das ist die leichteste Frage, die du stellen konntest. Links. Du sagst George Bush. Du? Ja, nach den Gesetzen rechts. Also du sagst, Julian Assange ist der Kriegsverbrecher. Nach meiner Einstellung, aber nach den Gesetzen schon. Die Gesetze, ja. Ja. Die Frage, wer macht die Gesetze, war also der. Ja, ja. Und du? George Bush. Ist doch klar, Bush. Bush ist der Kriegsverbrecher. Klar. Also ich habe gehört, George Bush hätte das sogar zugegeben irgendwann mal, dass er Kriegsverbrechen begangen hat. Also würde ich das so rum einordnen, dass er der Kriegsverbrecher und er der Aufklärer ist. Ja, das hast du richtig gehört. Hören wir mal ins Original rein. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq, anyway. Die Frage ist aber, wer von beiden sitzt gerade im Gefängnis? Bush natürlich. Nein? Da muss mir ein Schnittfehler unterlaufen sein. Assange. So, jetzt stimmt's. Julian Assange. So. Wieso sitzt Assange im Gefängnis, wenn George Bush die Verbrechen begeht? Ja, so ist die Politik, ne? Er hatte den Mut. Ja. Warum sitzt er im Gefängnis? Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Naja, weil er als Whistleblower angeklagt wurde und die amerikanische Regierung ist komplett dagegen und genau. Und was ist das Verbrechen, was ihm vorgeworfen wird? Dass er geheime Staatsinformationen verbreitet hat, Dokumente genau, dass er die veröffentlicht hat. Kriegsverbrechen der USA. Recherchiert und aufgedeckt, genau. Genau, also ist derjenige, der Kriegsverbrechen veröffentlicht, schlimmer als derjenige, der Kriegsverbrechen begeht? Naja, logischerweise sollte der Kriegsverbrecher eingesperrt werden. Ja, demnach müssten 95% der Politiker ins Gefängnis, ne? Richtig. Und das sollten sie auch, oder nicht? Ja, klar. Aber dieser Mann hat das nicht zu entscheiden. Dieser entscheidet das natürlich, aber wir haben da ja kaum Mitspracherecht. Warum sitzt Bush nicht im Gefängnis?
Der ist halt in einer führenden Position und er ist halt der Sündenbock. Weil er ein hoher Politiker ist. Okay, das ist im Gefängnis. Der verkehrt ist im Gefängnis, so schaut's aus, ja. Weil das leider in unserer Gesellschaft immer so ist. Aha. Medien. Also derjenige, der auf den Schmutz hinweist, wird bestraft. Ja. Nicht der, der den Schmutz gemacht hat. Genau. In der kranken Welt leben wir eigentlich. Guck dir unsere Regierung an. Und der Verbreiter der Wahrheit über Verbrechen kommt vor Gericht und wird eventuell geköpft. Boah. Das ist eine uralte Menschheitsgeschichte und ein Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Aber wäre es nicht logischer und fairer, dass derjenige, der die Verbrechen aufklärt, einen Orden bekommt und der sie gemacht hat, dann eingesperrt wird? Wäre irgendwo logischer? Er würde keinen Orden bekommen, nein. Der geht lebenslang oder der kriegt sogar die Todesstrafe. Tatsächlich? Ja. Aber er hat doch Kriegsverbrechen aufgedeckt und hat sich für die Wahrheit eingesetzt und dieser Mann hat die Kriegsverbrechen ja begangen. Ja. Warum sitzt dann dieser Mann nicht im Hochsicherheitsgefängnis, sondern dieser Mann? Weil dieser Mann, der Erste da, ne, der wurde dafür gewählt, das zu tun und der nicht. Ja. Richtig. Also hat er die Legitimation dafür. Das ist eine Sache an der internationalen Machtverhältnisse. Ganz klar, dass die USA versuchen, eine erstrangige Position in der Welt zu behalten. Und dazu gehört es in der jetzigen Politik, aber schon sehr lange schon, dass sie auf Verbrechen gehen. Und diese Verbrechen dürfen nicht bekannt werden. In welcher Welt, in welchem System leben wir, wenn dieser Mann, der journalistisch tätig ist und etwas herausfindet und uns das verbreitet, dass dieser Mensch eingesperrt wird? Was das für ein Stellenwert für die Demokratie und für die Pressefreiheit? Das ist ein Teil von unserer Welt. Aber wir sind ja da jetzt bei diesem schönen Wetter und wir können dagegen kämpfen, wie viele Menschen in der Welt auch. Sag ich schon lange, in welcher Welt wir leben. Und ich muss sagen, ich bin in einem Alter, wo ich denke, Gott sei Dank, dass ich jetzt nicht mehr so jung bin, weil dann möchte ich alles nicht mehr erleben, wann noch kommt. Und diese Ungerechtigkeit geht immer weiter. Die Bösen haben immer die Macht, leider. That's the point, that's where the world is unfair right now. The wars and stuff, yeah, so I think everything is going unfair, but I hope one day we go to the point where we have peace and fairness in this world, so yeah. Weil das unsere Welt ist, wieso ist der dann im Knast und der nicht? Wenn das unsere Welt ist, dann wäre der im Knast. In keiner freiheitlichen, denn die wahren Verbrecher laufen immer noch frei rum, siehe ihn und er ist es nicht alleine, sondern da gibt es ja hinter meistens Männer leider, aber ich denke, Frauen spielen da auch eine Rolle mittlerweile. Kaputte Welt, ja. Aber ist in Deutschland nicht anders. Ne? Ja, aber ich meine, so funktioniert die Welt leider. So ist das halt. Es ist nicht nur in diesem Fall, sondern in allen Fällen. An diesem einen Beispiel sehen wir, wie abartig krank das System ist. Und die ganze Welt schaut zu? Jeder, der sich gegen die Regierung stellt und sich für die Wahrheit einsetzt, wird also bestraft. So wundert es auch kaum, dass Michael Ballweg, Gründer von Querdenken, im Gefängnis sitzt, wohingegen Lauterbach Gesundheitsminister ist. Aber wenn wir alle gemeinsam aufstehen würden, sagen, es reicht uns, wenn die alle, die hier wären, auch demonstrieren würden, gäbe es eine Chance. Also ich denke auch, dass es dann eine Chance gibt. Aber es gibt nicht so viele Menschen, die dann einfach alle aufstehen, weil die zu faul sind, weil die einfach bequem sind. Und ich muss auch sagen, ich bin auch zu bequem. Du hast ja schon genug eigene Probleme und Sorgen in deinem Leben, mit Steuern, mit dem Auto, mit Kindern, mit Familie. Also wir sind ja selber schon überfordert mit unserem Leben so. Ja, das stimmt, ganz genau. Und aber wäre richtig, dass alle aufstehen würden, ganz genau. Absolut, ja. Ja. Wie wichtig ist die Pressefreiheit für dich? Ja, schon elementar für unsere Gesellschaft, ne? Weil sie drückt ja quasi die Freiheit aus. Etwas, das sonst unter der Oberfläche schlummert, ans Licht zu bringen und den Leuten das Ganze bewusst zu machen. Ja, also genau das. Ansonsten können wir uns keine investigativen Journalisten mehr erlauben und es wird auch niemand in dieses Feld reingehen, wenn es immer so bestraft wird. Was passiert, wenn der wichtigste Journalist der Welt ins Hochsicherheitsgefängnis kommt und dort die Todesstrafe erhalten wird? Was passiert dann? Ja, dann stirbt Journalismus mit ihm. Richtig. Darum ist Julian Assange, wir sind alle Julian Assange, weil wenn dieser Mann eingesperrt wird für 150 Jahre oder die Todesstrafe erhalten wird, dann ist das System des Journalismus komplett gekippt. Ja, das System ist wahrscheinlich schon längst gekippt. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, was jetzt mit Printmedien passiert, wie heutzutage solche Geschichten aufgezogen werden, was man für Nachrichten wirklich kriegt, das ist ja hauptsächlich Clickbait. Und also hauptsächlich will mit Journalismus natürlich auch Geld verdient werden. Wärt ihr denn persönlich für die Freilassung von Julian Assange? Ja, natürlich. Ja? Ja. Du auch, ja? Ja. Dem ist das folgende Lied gewidmet. Ja, natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dazu ehrlich gesagt keine Meinung. Ich habe da nicht so viel Ahnung von, deswegen. Ich habe da zu wenig Hintergrundinfos, deswegen möchte ich da keine Stellung zu abgeben. Ja. Du? Ja, absolut. Auch. Du? Natürlich. Nee, weiß ich nicht. Du? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was er richtig falsch gemacht hat. Ja, ich wäre für die Freilassung. Und du? Ja, natürlich. Du auch? Natürlich, ja. Natürlich. Ja. Definitiv. Of course, I'm for press freedom, so this is not that much about Julian Assange. Ja, definitiv. Wieso? Weil, um die Meinungsfreiheit an der Stelle zu unterstützen, ne, um natürlich allen Menschen auch diese Hoffnung und den Glauben an das System an der Stelle zurückzugeben. Also das ist ja, ja, also ich weiß nicht, was man da überhaupt als Kontraargument, weißt du, stell mir die Frage andersrum, warum sollte man ihn einsperren? Ja? Also, sag mir da, was eine gute Antwort ist. Weil er den Mächtigen auf den Schlips tritt und dafür sorgt, dass ihre Verbrechen aufgedeckt werden. Ganz wichtig. Und die Mächtigen haben Interesse daran, ihn einzusperren. Natürlich, ja. Kann man nichts machen. Du hast eigentlich alles ganz gut gesagt. Ist nichts hinzufügen. Ist doch ein gutes Argument. Nein. Nein. Das ist kein gutes Argument, weil er den Mächtigen auf den Schlips tritt. Ja, das ist ein realistisches Argument, aber das macht mich nicht glücklich. Meiner Meinung nach ja. Sollte auf jeden Fall freigelassen werden, aber allerdings wird das niemals geschehen. Die Verbrecher, die diese Verbrechen begangen haben und die verschleiern wollen, ob die den Julian schnappen, das ist durchaus möglich. So wie die Welt ist. Aber das wird nicht ungesühnt bleiben. Wir alle sind Julian Assange. Free Assange. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere, denn wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch, der Support gibt, Kommentare schreibt und diesen Kanal abonniert hat. Das kannst du hier unten noch nachholen, wenn du es nicht getan hast. In dem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Seelen. Euer friedvoller Krieger.